Was geht? Willkommen auf meinem Channel. Folgendes. Ich habe ja gesagt, ich wollte eigentlich über die Hater ablästern und ich habe mir gedacht, weißt du was, Alter, die Aufmerksamkeit habt ihr überhaupt gar nicht verdient, denn ihr seid sowieso nur Bixer. Kommen wir zum eigentlichen Thema. Ich habe mir gedacht, ich zeige euch mal, wie ich meine Liege desinfiziere. Ja? Das ist ja auch richtig wichtig, sowas. Passt auf, ich zeige euch mal kurz hier. Könnt ihr sehen? Liegt meine Schürze gerade noch drauf. Ich bin gerade fertig geworden. Ich muss dazu sagen, ich habe das Zeug, was ich jetzt bestellt hatte, gestern, habe ich leider schon verwendet für diese Liege. Ist ja auch logisch, weil ich muss es ja jedes Mal desinfizieren. Deswegen kann ich euch leider die Flecke, die auf dieser Liege halten, natürlich ab und zu mal vorkommen können, ne? Durchs Arbeiten. Ne? Man kleckert ja natürlich dann auch. Ich sage es immer so, Künstler kleckern und Künstler, also bei Künstlern geht oft was daneben, sage ich immer dazu. Ich zeige euch kurz, wie die Liege aussieht. Diese Liege werden wir jetzt schön mit dem Spray, was ich bestellt habe, ich glaube, das hieß Tintenkiller. Das ist an dieser Stelle keine Produktplatzierung. Das Zeug heißt Tintenkiller und wir haben es zum ersten Mal jetzt bestellt. Ich glaube, das ist auch neu erhältlich in allen Tattoo-Shops. Ich werde euch das gleich mal präsentieren, wenn ich verdammt nochmal es finden würde. Ich finde es einfach nicht, ne? Ist schon wieder unglaublich. Könnt ihr ja schon wieder... Ach, nee. Ja, da ist es doch. Hat das einfach mal in die falsche Schublade getan. So, dieses Zeug sieht so aus. Warte, ich zeige euch das mal wieder. Boom, bada, boom. Dieses Zeug, was ich bestellt habe, man mag es nicht glauben, pass auf, ganz einfach folgende Geschichte. Warum habe ich das bestellt? Ich habe schon öfters Zeug gehabt, womit ich meine Textilien oder Oberflächen halt, Leder, wie auch immer, eingesprüht habe und die Flecken gehen wirklich, sie gingen nicht weg. Ja, diese Flecke habe ich nicht wegbekommen, egal was ich benutzt hatte. Ihr werdet es nicht glauben, aber bei diesem Zeug gehen die Flecke weg. Das ist kein Spaß. Es muss natürlich eine Oberfläche sein, die ein Polster hat. Ja? Also es muss eine Polster, Leder, wie auch immer, Fake-Leder, muss es sein. Sonst funktioniert es natürlich nicht. Ich habe euch ja gerade gesagt am Anfang des Videos, dass ich meine Liege leider schon damit gestern oder vorgestern eingesprüht hatte und das alles sauber gemacht habe. Sprich, ich habe dementsprechend keine Flecken mehr, ja, am Start, wo ich euch das zeigen kann. Aber meine Tattoo-Lehne hat heute was abbekommen und dann kann ich euch das da nämlich zeigen. Perfekt. So, man muss dieses Zeug, Tintenkiller, einsprühen. Ja, ich sprühe hier schön auf die Armlehne ein. So, und jetzt warte ich 5 Minuten und dann soll man es einfach mit einem Tuch wegwischen. Man sieht hier schon, man kann hier schon sehen, okay, ihr könnt es nicht sehen durch die Kamera, sehe ich gerade. Ich glaube, ich brauche mal eine bessere Kamera. Da läuft es schon langsam runter, ja, die kleinen Farbpartikel. Aber ich werde es trotzdem auch nochmal bei dieser Liege hier machen. Denn es ist ja ein Muss, ne? Freunde der Sonne. So, dann warten wir jetzt mal 5 Minuten ab. Präsentiere ich euch das Ganze nochmal. Wir haben es ja jetzt vorher gesehen und danach, wie gesagt, es ist schwer, jetzt man kann die Flecken nicht ganz erkennen, weil wir sowieso sehr oft mit Black and Grey arbeiten. Es wäre schön gewesen, wenn ich heute jemand gehabt hätte, dem ich was Buntes verpasst hätte, ja? Also sprich ein Colorbit. Das wäre echt toll gewesen, weil dann hätte ich euch genau das zeigen können mit diesen schönen Farbflecken, wie das weggeht. Ich wollte jetzt nicht meine Farbe da anrühren, aufdrehen und auf der Liege verteilen, weil ganz ehrlich, das ist teuer. Teuer. Das kann ich nicht einfach so umsonst machen. Hä? Das geht denn nicht. Gut. Man merkt schon wieder, dass ich 7 Stunden am Stück tätowiert habe und überhaupt nicht sprechen kann. Aber ich muss ja irgendwann nochmal so eine Videos machen. Deswegen klingt das auch manchmal so ein bisschen wie, als wäre es der Pink in the Brain. Der Pink in the Brain. So, Freunde der Sonne. Nachdem ich jetzt einmal einen Schluck Cola genommen habe, damit ich wieder ein bisschen besser sprechen kann und auch ein bisschen schneller, würde ich mal sagen, werden wir das Ganze mal abschmieren. Abschmieren? Junge, Alter, du kommst einfach nicht klar mit deinem Leben. So, werden wir es mal abwischen. Ich nehme dieses Zewa hier. Ey, vor allen Dingen, was wir für ein Zewa haben, ne? Guck mal bitte rauf. Das ist einfach, einfach unverbesserlich. Man merkt immer mehr, dass das ja fast wie ein Filmstudio hier. Was ist hier los? Und wie gesagt, das ist keine Produktplatzierung, aber dieses Zeug, wir haben es zum ersten Mal gekauft. Wir sind so fasziniert davon. Es geht alles ab. Es ist so krass, dieses Zeug, Tintenkiller.
Ja, müsst ihr euch reinziehen. Vor allen Dingen, witzig, unser Laden heißt Tintenfüller, Tintenkiller. Ah, würde ich sagen, an dieser Stelle blenden wir doch einmal die Adresse ein. Da, wo ihr uns finden könnt. So, dann mache ich das Ganze jetzt mal sauber. Guckt euch mal an, ich habe euch gerade gezeigt, hier war ein Fleck. Pass auf. Ich komme mir gerade vor wie so ein QVC-Verkäufer. Hätte ich vielleicht auch werden können. Ich weiß, vorher hat man auch nicht viel gesehen. Aber das ist durch die Kamera auch immer schlecht zu zeigen, sowas. Vielleicht werde ich es eines Tages nochmal so machen, dass ich wirklich Farbe opfer und die darüber schütte. Das Problem ist, es muss ja auch antrocknen und sowas, aber ich muss ja irgendwie auch mal nach Hause. Ich war Freunde der Sonne. So, jetzt zeige ich euch das mal. Zieht euch das rein, wie sauber das ist. Ja? Hier waren, da waren richtig Flecke. Da war alles voll. Also graue Flecke, das hast du nicht ganz erkannt, wie gesagt, durch die Kamera. Aber sie waren da. Die sind weg. Ich erzähle euch keine Scheiße. Das Zeug ist einfach der Hammer. Es kostet, glaube ich, 8 Euro noch was, ohne Mehrwertsteuer. Und das Zeug ist meiner Meinung nach gigantisch. Ja? Guckt euch das an, wie sauber das ist. Alter, es sieht aus wie neu. Jetzt hätte ich es gerade gekauft. Dann werde ich mich gleich auch nochmal belesen, ob das Ganze auch noch zum Desinfizieren ist. Ne? Weil das Ganze muss ja auch nochmal sein. Oder beziehungsweise passieren auf der Liege. Oder ob ich da doppelt drüber gehen muss. Wenn nicht, dann muss man halt doppelt drüber gehen. Jedenfalls macht das alle Flecke weg. Ich hatte wirklich gestern oder vorgestern, ich weiß nicht mehr, wann das war. Ich glaube aber gestern, weil davor war, glaube ich, Feiertag. Ja, irgendwie so, keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr, welcher Tag heute ist. Jedenfalls war hier alles voll. Es war hier weiße Flecken drauf, graue Flecken, weil ich sie nie wegbekommen habe. Das heißt nicht, dass die Liege nicht sauber war. Sie war immer desinfiziert. Aber die Flecke habe ich nicht wegbekommen. Ich habe sie nicht wegbekommen. Und jetzt, es ist alles weg. Es ist so geil. Zieht euch das rein, wie sauber diese Liege ist, ja. Sie ist so sauber. Sie war vorher auch sauber, klar. Wie gesagt, es ist nicht zu erkennen durch die Kamera. Wie sie glänzt, als wäre sie eingewachsen, wie ein Auto. Mein, sieht das geil aus. Hammer. Das Geile ist, wenn du diesen Film aufgetragen hast und ihn dann wegwischst, entwickelt sich nochmal ein extra Schutzfilm über diesen Gegenständen, die du damit einsprühst. Ja? Sprich, auf deine Armliege oder deine Liege, ja? wo die Leute dann sich drauflegen, da ist nochmal ein kompletter Schutzfilm drauf. Das heißt, es lässt sich sowieso jederzeit besser reinigen, ja? Mit den Flecken, dass sie weggehen. Es ist ein Traum natürlich, ne? Wenn man sowas hört, beziehungsweise liest. Und ja, es schützt halt vor Verunreinigung und wie gesagt, erzeugt halt einen Schutzfilm auf der Oberfläche. Und sie schützt auch davor, dass dieses Material, was wir hier haben, ja, es ist ja so ein bisschen flexibel, hier merkt man das ja auch mit der Druckstelle, wenn ich jetzt hier raufgehe, dass es nicht verhärtet, sprich, es reißt nicht, ja, hier an diesen Stellen, weil es ist ja, glaube ich, nur so ein Kunstleder. Und das würde nach einiger Zeit, wenn man hier öfters drauf sitzt, würde das kaputt gehen. Ja, gar keine Frage. Es ist ja nur mal ein Gebrauchsgegenstand, was ständig benutzt wird. Und dadurch sollte es wohl auch nochmal das Ganze schützen und ein bisschen... Ja, ne? Ihr wisst schon. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr das Ganze findet, das Zeug, oder mit was ihr das Ganze reinigt. Ich habe ja gemerkt, beziehungsweise ich bemerke jetzt immer mehr, dass hier ein paar andere Tätowierer das Ganze beobachten. Also, gut. Was heißt andere Tätowierer? Es gucken sowieso schon die ganze Zeit welche hinzu, aber ich meine jetzt Leute, die sich auch wirklich dafür interessieren, was ich hier zeige. Finde ich natürlich ganz geil und dafür war dieser Channel eigentlich auch gedacht, um anderen Tätowierern zu helfen, um Kunden zu helfen und um damit überhaupt Kunden sehen können, wie wir wirklich drauf sind. Ja? Deswegen mache ich das Ganze auch und das habe ich auch schon mal in einem Video erklärt. Das werde ich vielleicht auch mal hier gleich verlinken und dann wisst ihr nämlich genau, warum ich das Ganze mache. Das könnt ihr dann hier oder da, könnt ihr das anklicken und dann wisst ihr Bescheid. Aha! Der Sascha zeigt uns oder sagt uns, erklärt das nochmal in einem anderen Video, warum man das Ganze überhaupt macht. An alle meine Hater, ich bin das Original, der Rest ist Fake. Bis denne, Antenne, haut da rein. Peace.